Ja, ich bin heute in luftiger Höhe, 10 Meter hoch, beim Bienengarten von Manfred Flüwirt in Edelsbach, umgeben von einigen ungarischen Schilfrohrdachdecker. Moritz, du bist der Einzige, der perfekt Deutsch kann. Ganz perfekt ist nicht. Ganz perfekt, ganz perfekt ist nicht. Aber zumindest so perfekt, dass wir uns unterhalten können. Ja. Die haben jetzt Schiffballen heraufgeworfen. Ja. Und was geschieht jetzt da? Was macht er damit? Erstmal momentan jeden Schiffrolle ungefähr gleiche Abstand machen. Und nachher später kommt da drüber ein Stück Eisen, wo später Fixierung. Und nachher diese Draht oder Schnur abschneiden. Und ungefähr gleich dick. Dann wird es ausgebreitet. Genau. Sieht man dann das Eisen, genau. So kommt da nachher drüber. Wird das niedergespannt. Und ungefähr jeden 20 cm binden mit Draht. Aber wenn wir grundsätzlich beginnen, das Dach wird von unten hinauf gedeckt. Ja. Also du beginnst dann mit einer unteren Reihe von Schiffballen. Ja. Die werden rundum aufgelegt, die werden fixiert. Ja. Und dann kommt nächstes Reihe. Die nächste Reihe drauf. Genau. Und die müssen aber jedes Mal angebunden werden, gell? Ja, genau. Das schauen wir uns dann vielleicht noch einmal an. Aber diese Hackeln da, für was sind die? Das ist eine Fixierung-Hacke. Und nachher, das ist, kommt ASI. Das ist nur einmal professorisch Fixierung. Das kommt wieder heraus. Genau. Und wenn kommt der nächste rein, das ist hier drücken. Ja, dann schauen wir uns das an, wie okay. Du weiterarbeitest. Ja. Erst einmal vielleicht diese paar Rollen machen wir noch fertig. Ja. Und nachher geht schon. Also kommen noch ein paar Rollen genau, heraus. Genau, ja. Genau. Gut, dann gehe ich auf die andere Seite. Sok egyszer tűzzel meg, aztán kész. Was macht er da jetzt? Er hat diese Ballen aufgeschnitten. Ja, genau. Und jetzt ungefähr alles liegen, ungefähr passt. Und nachher diese Eisen ist Fixierung mit Draht. Ungefähr, dass es schön niedergeht. Genau, und schön niedergeht. Und jeden 20 cm Fixierung. Und nachher mit diesem Werkzeug, dieser Schlagwerkzeug, also mit den schön gerade Kopfen. Und nachher ist ungefähr so schaut's aus wie hier unten. Zuerst? Erst nur grob. Erst nur grob. Mit genau. Der Hand und dann eben mit diesem Deckbrett, glaube ich, so heißt das. Ja, genau. Oder Schlagbrett. Schlagbrett? Ja. Ja. Deckbrett wird das dann gleichmäßig genau. Verteilt. Genau. Und nachher ungefähr so schon schaut es aus wie hier unten. Ja. Was macht er mit diesem Eisen? Jetzt mit diesem Eisen suchen unten, wo liegt die Platte. Mhm. Und? Und? Siehst du? Jetzt genau mit. Er sucht die Dachplatte. Sucht die Dachplatte. Jetzt ja. Die Dachplatte schon gefunden. Einmal ja. Drehen, ein bisschen Platz machen ja. Für Draht und Schraube. Und den ja, Draht hat genau, er vorne drauf. Genau, und jetzt reinschrauben. Jetzt hat er eingeschraubt und genau. Dann kommt da drüber das nächste Eisen. Das Torstahleisen, ja? Genau. Also, ja, wir haben gefunden die Dachplatte und einmal drehen, ein bisschen mehr Platz, einschrauben. Fertig. Also er findet diesen Dachlatten, diesen ja, Dachlatte ungefähr ist 5,5 cm breit.
Aber den findet er immer sofort. Ja, schon nicht das erste Mal machen. Er macht ja schon das zweite Mal. Nein, ein bisschen mehr. Ein paar Tage schon fertig gemacht. Und eine Rolle ungefähr 1,80 Meter bis 2,20 Meter. Ist sie lang? Lange, ja. Genau. 1,80 Meter bis 5 Kilo schwer und ungefähr 20 Meter Durchmesser. 20 cm. Genau. Und das Schilf kommt aus Ungarn? Ja, das kommt von Ungarn. Also nicht Neusiedlersee, sondern aus Ungarn? Nein, das kommt ein bisschen weiter unten bei Szeged. Bei Szeged, genau, eine große See und kommt von unten auf. Und gibt es in Ungarn noch sehr viele Schilfrohrdachdecker? Nein, ganz wenig schon. Also ist auch zu Ende? Auch zu Ende. Dieser Mann vielleicht letzte Generation, weil er hat gesagt, für mich ist Junge ist noch nicht. Also du bist letzte Generation? Ja. Ja, Vater ja. Ja. Und mit er Vater auch Schilfdecker. Ja. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Okay. Mit diesem Mann, Arpad, yes. Vater. Der Vater ist Vater, das. Auch so, Schiefdecker, genau. Ja. Und machen die das ihr Leben lang schon? Vor mir, oder Cinalod? Schon bei Kinderzeit anfangen, mit Vaterhilfen, Schiefdack. Und allein ich schon 25 Jahre machen. Und der Vater war immer Schief. Apuka das mindig nagytettél csinált? Csak ja, az, ja, ja. 1967-től. Ja, ab 67. Aber ich habe gehört, die sind ja in halb Europa gesucht. Ja, ja, ein paar Land schon gearbeitet. Wo habt ihr schon überall gearbeitet? Island. Island wo das doch? Irland. Irland, entschuldige. Österreich, Deutschland. Belgium. Und Ungarn. Und Ungarn. Genau. Also ist ein gesuchter Beruf. Ja, genau. Ja. Aber es gibt keine Nachfolger. Das ist keine Ahnung, ganz genau. Es gibt keine, die das weitermachen dann einmal. Ja, genau. Also auch die Stärke des Daches kann man so bemessen. Ja, genau. Und wie stark ist dieses Dach? 36 cm ungefähr. 36 cm. Also müsste das Dach normalerweise 36 Jahre halten, weil alle Jahre soll ein Zentimeter verschwinden. Ja, 36 Jahre ist Minimum, muss halten, aber ungefähr 15 bis 20 Jahre später muss ein bisschen ausbessern, wo jedem wo Schiff ist kaputt. Und jetzt Fixierung mit Schiff. Ja, Manfred, du bist da der Hausherr, Bienenzüchter, nennt man das so richtig? Richtig. Ja, also Imker. Imker, Bienenzüchter. Du hast einen Bienenstock da gebaut und den lässt jetzt damit Schilfstroh oder Schilfrohrstroh eindecken. Wann hast du das schon gebaut oder was war es zuerst? Was war da zuerst? Zuerst war ein altes Wirtschaftsgebäude und wir haben unseren Betrieb neu gebaut und ich habe ein Markenzeichen gebraucht für den Betrieb und das war dann Idee über Nacht. Du brauchst einen Bienenkorb, das gehört ein Bienenkorb her und da haben wir vorher die Kerzen. Also der hat zuerst so ausgeschaut. Das war eine Kerze aus Bienenwachs und genau nach diesem Modell haben wir dann den Bienenkorb, den großen Bienenkorb. Und da ist das dann entstanden. Wie hoch ist der? Der ist jetzt 10 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 6 Meter. Was ist drinnen? Im Erdgeschoss ein Verkaufsraum, Produktpräsentation und oben im ersten Stock eben ein Verkostungsraum. Und dieser Aufbau ist so gemacht, als wie wenn ein Stroh wäre. Ganz richtig. Die Bienenkörbe wurden ja
vor vielen hundert Jahren mit Stroh geflochten, gebunden. Und damit es authentisch wirkt, haben wir auch den Bienenkorb, den großen Bienenstock, in runder Form aufgebaut. Du hast dich jetzt entschieden, das Strohdach wegzugeben und jetzt mit Schilfrohr einzudecken. Wieso Schilfrohr? Das ist ja bei uns doch nicht üblich. Es ist nicht heimisch, nicht üblich, aber wir erreichen mit dem Schilfdach eine längere Haltbarkeit, Lebensdauer. Es ist ca. mit 36, 37 cm dick gedeckt und die Fachleute sagen, pro Zentimeter ein Jahr Lebensdauer. Also hast über 30 Jahre Lebensdauer bei dem Dach. Gut, ja. Danke schön. Danke, Hans. Danke. Servus, bitte.